Phasengesteuertes Radar zur illegalen Bevölkerungskontrolle. Ein gutes Beispiel für die gigantische, sinnlose Geldvernichtung, die hier momentan jährlich stattfindet, damit überwachungsgeile Perverse ihr perfides Kontrollsystem in Ruhe weiter hochfahren können, ist der Masseneinsatz der sogenannten phasengesteuerten Personenradare, mit denen die Dächer der Städte gerade überschwemmt werden, um alles bis in die Kellergeschosse auszuleuchten und jede Individualität und Privatsphäre endgültig zu zerstören. Allein der Strom, den diese Systeme deutschlandweit jährlich verbrauchen, muss Milliarden kosten. Zum Vergleich, der Jahresetat aller deutscher Sicherheitsbehörden beträgt zusammen unter 2 Milliarden Euro und würde das nicht mal abdecken. Also, aus welchen Töpfen bestiehlt man hier eigentlich heimlich permanent die Bevölkerung Deutschlands? Da es ohne Bildmaterial immer schwierig ist, bei nicht sichtbaren Anwendungen zu zeigen, worum es eigentlich geht, hier erstmal als Einleitung eine Aufnahme, die zeigt, dass derartige Radare auch im normalen, kommerziellen Bereich seit vielen Jahren absoluter Standard sind. Bei einem phasengesteuerten Radar erreicht man die Strahlschwenkung zur Zielnachführung rein elektronisch durch zeitversetzte Ansteuerung der einzelnen Dipolantennen, wie die nachfolgende Grafik anschaulich verdeutlicht. Phasengesteuerte Radare gibt es in den verschiedenen Ausführungen. Am häufigsten vertreten sind in Deutschland Anlagen mit 2, 3 oder 4 Stabantennen, sogenannten Rundstrahlern. Einige Standorte phasengesteuerte Radare zur illegalen Bevölkerungskontrolle in Hamburg. Die Liste ließe sich allein in Hamburg fast beliebig verlängern und in Berlin ist die Dichte dieses Schmutzes sogar noch viel höher. In solch einfacher Zwei-Antennen-Ausführung hat man sie also schon seit Jahren heimlich entlang von Bahn- und Autobahnstrecken zur Überwachung von Freiflächen verbaut. Ein sehr aussagekräftiges Beispiel findet man an der Autobahn von Hamburg nach Berlin auf der linken Seite. Dort stehen die Radarmasten über weite Strecken in definiertem Abstand von 5 Kilometern zueinander. Das einzelne Radar hat somit eine Mindestreichweite von 2,5 Kilometern und ist in der Lage, Bilder mit einer Bildpunktgröße von größer 5 mm zu erzeugen. Denn sonst könnte man damit ja keine Autonummernschilder lesen. Daraus wiederum resultiert dann noch ein sehr wichtiges technisches Detail, denn um überhaupt derart hochauflösende Bilder mit so langen Dipolantennen machen zu können, müssen die einzelnen Stabantennen eine innere Struktur besitzen. Sie bestehen intern also aus verschieden langen Einzelantennen und müssen dank aufwendiger Herstellung auch dementsprechend teuer sein. Da auch der Durchmesser dieser Dipolantennen gering sein sollte, damit das abgestrahlte Frequenzband möglichst schmal ist, bestehen die neuesten Rundstrahler sogar aus 2 gut sichtbar abgesetzten, unterschiedlich dicken Teilantennenbereichen. Auch wenn die kriminellen Architekten dieser Kontrollstruktur in Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich die Bereitstellung von geeigneten Richtungsdetektoren für Frequenzen über 10 GHz verhindert haben, typisches Beispiel hier sind die Produktionssortimente der Firmen Aaronia und Gigahertz, war eine teilweise Aufklärung der Grundfunktion dieser Radare immerhin durch Interpretation von Detektionsergebnissen mit HF-Detektoren 100 kHz bis 2,5 GHz und Autoradarwarnern Richtung sensitive Radaranzeige im XKU, K und KA-Band bis zu Frequenzen nahe 40 GHz möglich. Demnach strahlen diese Systeme gleichzeitig Mikrowellen auf mehreren schmalen Frequenzbändern im L, X, KU, K und KA-Band ab. Auflösungen für eine Bildpunktgröße von größer 5 mm erreicht man so aber noch nicht. Deshalb ist anzunehmen, dass zusätzlich auf weiteren schmalen Bändern definiert bis rund 80 GHz gearbeitet wird. Dass man mit solchen Radaranlagen nicht nur einfach Personen außerhalb von Gebäuden abbilden kann, zeigen zum Beispiel die nachfolgenden Beispiele.
Dieses Radar auf dem Dach des Hamburger Planetariums dient der heimlichen optischen und akustischen Überwachung der Stadtparkbesucher. Mit diesem System kann man beispielsweise unter anderem vollautomatisch nach der Signatur bestimmter Personen suchen lassen, um diese gezielt bei ihren Stadtparkspaziergängen abzuhören. Die Signaturerfassung kann man sogar mit einem handelsüblichen CB-Funkgerät nachvollziehen, denn kommt man in den Scanbereich eines solchen Radars, meldet diese sich als erstes auf CB-Funkkanal 4AM, Anmeldekanal, bei einer Gegenstelle an, um kurz darauf auf einem anderen FM-CB-Funkkanal, zum Beispiel 16, Daten zu versenden. Ganz anders dagegen bei diesem Radar auf dem Dach der Handelskammer Hamburg, denn in dessen Umgebung gibt es kaum Freiflächen. Dieses System ist ganz offensichtlich darauf optimiert, durch mehrere Wände hindurch Personen in den umliegenden Gebäuden kontrollieren zu können. Im Hauptstrahlgang liegen übrigens passenderweise im unter 50 Meter Abstand auf der einen Seite das Hamburger Rathaus und auf der anderen eine Filiale der Deutschen Bank. Ob der Hamburger Bürgermeister wohl weiß, dass man ihm unter anderem auch auf dem Rathaus-WC die ganze Zeit zusehen kann? Die Lasereinheit übermittelt die Daten übrigens in das fünfte Obergeschoss Alter Wall 34 bis 36. Mieter war damals laut Klingelfeld die Projektwerke Hamburg AG. Und nun kommt der unangenehme Teil, denn was viele Techniker bewusst verschweigen oder schlicht gar nicht wissen wollen, ist der Umstand, dass man solche Lenkradare auch in Deutschland mittlerweile, offensichtlich heimlich, im großen Stil gezielt zur Personenverfolgung über deren elektromagnetische Signatur und als Resonanzanregungswaffen einsetzt. Im einfachsten Fall moduliert man für Letztgenanntes auf die Radarträgerwelle Frequenzen auf, die sich um den Bereich der sogenannten Elfwellen bewegen, also Langwellen mit einer Frequenz von 300 bis 200 Hertz. Bei richtiger Wahl der Anregungsfrequenz kann man damit schon mal gezielt Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall oder sogar Ohnmacht auslösen. Prinzipiell können mit Mikrowellen-Radarsystemen aber auch viele andere biologisch wirksame Huckepack-Frequenzen transportiert werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt und reichen von einfacher Stimmenprojektion, hier haben wohl fast alle Fachärzte für Nervenheilkunde ihre Hausaufgaben seit Jahrzehnten nicht gemacht, denn sie sperren Stimmenhörer munter weiter ein, obwohl die ersten Lösungsansätze zur technischen Umsetzung solchen Schmutzes in Form von Patenten sogar schon in den 30er Jahren gab. Bis hin zu Resonanzanregungen beliebiger Körperteile, Organe und Gewebe. Ergebnisse solcher gezielten Waffeneinsätze sind dann zum Beispiel Herzanfall, Nieren- oder Leberversagen, Augen- oder Ohrenschmerzen, Rückenschmerzen, Hautausschläge, Durchfall, Hitze- und Kälteschauer, Halsschmerzen bis hin zum Zuschwellen des Kehlkopfes innerhalb weniger Minuten und so weiter und so weiter. Ich besitze mittlerweile Messprotokolle von mehreren Personen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, die zeigen, dass man an diesem systematisch, ganz unverhohlen, seit Jahren bestimmte Frequenzen im Rahmen illegaler Langzeitmenschenversuche testet, um den Terrorfrequenzkatalog zu füllen. In den vergangenen 10 Jahren wählten diese besonders mutigen deutschen Helden, die sich mit den Funkfernsteuerungen für diesen Schmutz bevorzugt in unterirdischen Bunkeranlagen versteckten, hauptsächlich künstlerisch veranlagte oder gesundheitsbewusst lebende Menschen und Personenkreise für ihre perfiden Experimente aus. Von diesen war in der Regel kein technischer Widerstand zu erwarten und man hatte es bei Schwierigkeiten wohl leichter, sie als Spinner hinzustellen, um sie bei Bedarf bequem in psychiatrische Kliniken einweisen zu lassen. Das erklärt natürlich auch, warum sich dieser ganz spezielle Technikerabschaum immer noch bevorzugt an wehrlosen Frauen und Senioren vergreift. Doch dank technischem Fortschritt und hohem Automatisierungsgrad ist die Testphase aber nun abgeschlossen und man ist zum flächendeckenden Masseneinsatz gegen jedermann übergegangen. Achten Sie doch mal darauf, wie viele Personen in Ihrer Umgebung humpeln. Denn den Menschen stundenlang gezielt auf die Füße zu strahlen, auch während sie unterwegs sind, ist nur eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten dieses perversen Gesamtsystems aus der Rubrik Vernetzte Sicherheit. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du gefragt, du der Grab, nur den Schlaf beendet hat, gerade aufwacht und nun sich fragt, ob was du diesen Track gerade jetzt hörst, nur Zufall war, ist es nicht, das ist für dich, hör, wenn ich zu dir sag. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du entscheidest nur noch meine Reime, nur noch Scheiße und Funny waren und nun in deine Kategorie, für stumpfe Platte Musik eingeordnet werden und du sagst, die Platte ist mies, oder raff, was ich schrieb und dass ich Massen den Schatten ersparen will, denn sie tappen mit deiner Hast an das Ziel, dass sie vorgezeichnet wird von unseren Schattenregierungen und wenn die Massen im Spiel nicht raffen, dass sie in den Abgrund getrieben werden, lachen sie viel über Menschen wie mich, der ihnen nur die Wahrheiten gibt, doch dabei mach ich's für sie, doch sie verhalten sich wie ein Käfig gehaltenes Vieh am Weg in Schlachterbetrieb. Jetzt bist du gefragt, du gefragt. Ich mach die Musik, hoff du bist dadurch aktiv, in jedem Part, den ich schrieb, ist das Handlungsmotiv gleich, dass du am